Herr Friedrich, Herr Friedrich. Hallo. Haben Sie etwa geschlafen? Nein, nein, natürlich nicht. Ist ja ein wichtiger Termin heute. Was war nochmal der Termin heute? Sie wollten den VHS-YouTube-Kanal vorstellen. Ach, richtig. Ja, dann mache ich das jetzt auch. Und ein freundliches Hallo auf unserem YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal der VHS Borken soll unseren Kunden eine Hilfe sein auf dem Weg ins digitale Zeitalter und generell eine Hilfe, wenn es darum geht, sich auf unsere Kurse vorzubereiten. Daneben stellen wir aber auch noch eine ganze Menge Wissenswertes über bestimmte Themen des digitalen Zeitalters auf unserem Kanal vor. Und das zeige ich Ihnen jetzt und deshalb nehme ich Sie mal mit auf unseren Kanal. Dass Sie unseren Kanal gefunden haben, zeigt natürlich, dass Sie mich jetzt schon sehen und ich Sie hier begrüßen kann. Was ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte, ist die Funktion der Playlist. Wir haben nämlich unseren Inhalt nach Playlist sortiert. Wenn Sie also von der Übersicht kommen und auf die Playlists drücken, bekommen Sie eine Übersicht der Themen, die wir derzeit für Sie bereithalten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Sie eine Mehrfachanmeldung machen wollen oder generell, wie Sie online bei uns Kurse buchen wollen, dann nutzen Sie einfach die Online-Kurse-Playlist. Aber auch eine andere sehr hilfreiche Reihe, auf die ich sehr stolz bin, ist die Reihe der digitalen Symbole im Internetzeitalter. Zum Beispiel, dass dieses Symbol hier gar kein Eierbecher ist, sondern in Wirklichkeit ein Mikrofon aus den 50ern. Wenn man dieses Symbol einmal verinnerlicht hat, bedeutet es, dass man sich auf allen Systemen immer wieder zurechtfinden kann. Eine Erkenntnis, die wir aus unseren Social Media Kursen und aus unseren Smartphone Kursen haben, die wir seit vielen, vielen Jahren betreiben. Bereiten Sie sich also auf diese Kurse vor, indem Sie sich einfach mal diese Playlist durchgucken. Aber auch andere hilfreiche Möglichkeiten stellen wir Ihnen immer wieder vor, zum Beispiel diverse Google Apps. In dem Fall navigieren über Google Maps. Für die Menschen, die sich bei uns bereits online beworben haben, sozusagen für einen Online-Kurs, haben wir eine hilfreiche Reihe, wie Sie bei uns an Webinaren teilnehmen können, welche technischen Voraussetzungen Sie brauchen und wie Sie sich am besten anmelden. Aber auch sonstige hilfreiche Sachen aus dem Bereich der Digitalität, Messenger-Dienste oder Social Media. Nach und nach werden wir für Sie hier immer wieder Online-Sachen veröffentlichen und würden uns entsprechend über ein Abonnement freuen, weil wir denken, dass es auch für Sie eine hilfreiche Sache ist. Das war's auch schon. Ihre digitale VHS-Borken.